ihrer Verzweiflung machte sie eines Tages ihrer besten Freundin gegenüber eine Andeutung über ihren Zustand. Aber die machte alles noch schlimmer, denn es handelte sich bei dieser um eine Schriftstellerin, die süßliche Kinderbücher mit Titeln wie »Das Lebkuchenmännchen, das aus Schokolade sein wollte« verfasste und als wäre das doch nicht abstoßend genug, um einen jener Gutmenschen, die mit traumwanderischer Sicherheit für jedes Problem die ungeeignetste und weltfremdeste Lösung finden. So auch dieses Mal. Das Einzige, was dir helfen kann, ist Yoga, erklärte sie achtsam. Die Harfenistin war schon zu verzweifelt, um das Offensichtliche zu sehen, nämlich dass Yoga unter den Leibesübungen das ist, was das Harfenspielen unter den verschiedenen Formen des Musizierens ist. Verklärte Gesichter, sanfte Bewegungen und eine verzweifelte Seele, die nicht weiß, wohin mit der ganzen Wut. Nein, die Übungen in der Yoga-Gruppe, zu der die Harfenistin nun jeden Mittwochnachmittag ging, halfen ihr gar nicht. Im Gegenteil, sie machten alles nur noch schlimmer. Harfe spielen ist nun mal keine gute Voraussetzung für das Ausführen von Yoga-Übungen, denn für diese bedarf es erheblicher Beweglichkeit im ganzen Körper. Durch das Harfe spielen jedoch bekommt man nur bewegliche Finger. Der Rest des Körpers rostet ein und der Rücken ist durch das ständige Heben der Arme chronisch verspannt. Selbst relativ einfache Übungen wie die bucklige Katze oder die schlafende Schlange gelangen ihr dahin unter Schmerzen, von den schwierigeren Übungen gar nicht zu reden. Und als wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, musste sie auch noch mit ansehen, wie die Yoga-Lehrerin alle diese Übungen mit größter Selbstverständlichkeit und der inneren Ausgeglichenheit von ein bis zwei tibetanischen Mönchen sowie vor allem auch völlig schmerzfrei ausführte. Die Harfenistin konnte sich kaum erinnern, jemals